Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Heute geht es um das Thema, es ist nämlich ein Informationsvideo, und zwar, ich werde ab sofort auf meinem Notebook spielen. Und zwar, jetzt muss ich erstmal hier noch auf Fortsetzen klicken, ansonsten lädt er mir nämlich hier Euro Truck Simulator nicht weiter runter. Und zwar hat das aber folgenden Grund, und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich merke vor allem, dass wenn ich bei ATS die Einstellungen für die Grafik auf Ultra stelle, da habe ich etwa 40 Bilder die Sekunde, wie ich gemessen habe. Und das ist schon für eine Nvidia GeForce 750M, finde ich wirklich ordentlich gut. Wenn man dann bedenkt, dass meine Hauptgrafikkarte eine ATI Radeon HD 7950 ist mit 3 GB Grafikspeicher, also GDDR5 Videospeicher besser gesagt, da kommt es mir wirklich so vor, als ob die Nvidia wirklich schneller ist. Und für das es eine Mobile-Version ist, ja, die ist ja nochmal ein bisschen kürzer, finde ich es einfach interessant, dass die so leistungsfähig ist oder leistungsfähiger wie die von ATI bzw. die 7950. Wie dem auch sei, ich habe nämlich auch so ein paar Gedanken gemacht, und zwar würde mich mal interessieren, ob ihr Bock hättet, mal mitzuzocken, beziehungsweise die Lust haben, mit im Multiplayer mitzuzocken, die können natürlich gerne auch sich anmelden. Aber habt ihr eigentlich Lust, mal ein bisschen im TS mit mir ein bisschen zu reden, dann könnt ihr das natürlich selbstverständlich gerne machen. Die Adresse werde ich unten in die Videobeschreibung packen und freue mich natürlich schon auf euer Kommen. Wie gesagt, das Ganze wird am Freitag gemacht, und zwar übermorgen. Ich gehe jetzt nur noch ganz, ganz kurz hier auf YouTube, damit wir mal ganz kurz schnell schnubbeln und schauen können, ja, wann fängt denn eigentlich alles an, wann ist denn das und so, ne? Und zwar, ich gehe, ne, der braucht zum Laden immer einen kleinen Moment auf meinen Kanal. Weil man muss natürlich auch dazu sagen, ich lade natürlich gleichzeitig noch runter. Und falls der ein oder andere jetzt fragt, ja, mit was lädst du runter? Ich lade aktuell hier mit meinem mobilen Handy-Internet runter. Der hat auf jeden Fall ordentlich Taster. Und falls einer von euch fragt, ich habe ein unlimitiertes Internet, also quasi unlimitiertes mobiles Internet. Ja, genau. ATS online zocken mit uns. Das fängt um 21.30 Uhr an. Am 25. November, also genau in 2 Tagen. Wie gesagt, um 21.30 Uhr. Ich freue mich schon auf euer Kommen und auch auf die Leute, die zugucken. Ich habe ja mal versucht, ATS online zu streamen, und zwar die allererste Folge. Das ging auch halbwegs gut, bis am Schluss. Da wollte irgendwie der Streamer nicht mehr wirklich mit. Also irgendwie hat YouTube da ein paar klitzekleine Verbindungsprobleme gehabt. War ich aber nicht der Einzige. Es gab noch andere YouTuber, die auch Probleme hatten. Also von daher war ich nicht der Einzige. Wie dem auch sei, ich freue mich schon die Bolle auf Freitag. Kann es kaum erwarten, wenn es endlich losgeht. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.